Hofmanninger Stadion, Bad Wimsbach. Der erste FC Heidenheim bestritt gestern sein erstes Testspiel im diesjährigen Trainingslager. Und der Gegner war in diesem Fall nicht nur die Sportvereinigung Ried, sondern auch die hochsommerlichen Temperaturen. Bei mehr als 30 Grad ging es für die Mann von Frank Schmidt übrigens erstmals in den neuen Heimtrikots auf den Platz. Mal gucken, ob das ein bisschen Glück bringen sollte. Bisher die Vorbereitung, ja, absolut im Soll. 2 Spiele, 2 Siege. Doch der Gegner aus dem Innkreis hatte sich was vorgenommen. Dementsprechend die erste Chance im Spiel vor etwas mehr als 150 Zuschauern für die SVR. Nach Ballverlust von Patrick Meinker im Aufbauspiel, das kann natürlich richtig gefährlich werden. Und die Österreicher machen es gut, ziehen in den 16er. Der Abschluss dann aber nicht perfekt und Kevin Müller kann sich erstmals auszeichnen. Dann aber auch die erste gute Chance für den FCH. Kopfball von Patrick Meinker und Riesenparade von Christoph Haas. Den kratzt er wirklich richtig gut raus. Und das gibt dem SVR die Möglichkeit, über die rechte Seite zu kommen. In der 37. Spielminute, die Flanke kommt gut. In den 16er nochmal zurückgelegt und dann Murat Sartin. Eiskalt nichts zu halten für Kevin Müller. Eigentlich so ein bisschen konträr zum Spielverlauf. Der FCH hatte hier alles im Griff. Trotzdem kein Problem, denkt sich Tim Kleindienst. Der Ball kommt in die Mitte. Dennis Tomalla ist ein bisschen wacher als sein Gegenspieler und kann noch vor dem Halbzeitpfiff auf 1:1 stellen. Und dann machte sich unser Trainer Frank Schmidt natürlich ein paar Gedanken. Wie machen wir es in der zweiten Halbzeit? Stellte viel um, aber es sollte sich auszahlen. Ein Angriffspressing wurde gespielt. Dementsprechend viele Chancen für den FCH, wie hier in der 54. Spielminute. Florian Pick mit viel Erleichterung. Den Treffer hat er sich wirklich erarbeitet zum 2:1. Und wieder greift das Angriffspressing, dieses Mal über Patrick Schmidt. Der nimmt sich ein Herz, zieht einfach mal ab. Aber in diesem Fall fehlen dann doch 3-4 Zentimeter. In der nächsten Situation, das hier ist die 62. Spielminute, macht er es aber besser. Der Ball kommt von Rittmüller und dann ist er da. 3:1, Patrick Schmidt. Den macht er dann auch wahrscheinlich nachts um 4 Uhr direkt nach dem Aufstehen. Aber das Spiel ist noch nicht durch. 64. Spielminute. Fehler in der Defensive des FCH. Dann gut in den 16er gelegt gegen die Laufrichtung von Kevin Müller. Stefan Nutz zum 2:3. Dann noch das Sahnehäubchen. Juli Stark, 87. Minute. Und das ist dann auch der Endstand. Frank Schmidt, der sollte eigentlich ganz zufrieden sein nach diesem Spiel. Natürlich bin ich zufrieden, dass wir das Spiel heute gewonnen haben. Man darf nicht vergessen, heute war es erst mal richtig heiß, 35 Grad und das nach 2 intensiven Trainingstagen, wo wir jeweils 90 Minuten auch Gas gegeben haben. Das hat man dann auch gemerkt. Alle mussten sich in den 45 Minuten, wo sie gespielt haben, richtig strecken. Das hat wehgetan die letzten Minuten, aber das ist auch Sinn und Zweck auch heute gewesen. Trainerkollege hat es bestätigt, hat gesagt, unglaubliche Mentalität. Und wenn man das dann vom Trainerkollege hört, der die Mannschaft so nicht kennt, dann ist das eigentlich heute das größte Kompliment. Für den FCH geht's also mit einem sehr guten Gefühl zurück nach Aigen, wo dann jetzt noch die zweite Hälfte des Trainingslagers auf dem Programm steht.